Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Fernbus-Simulator. Wir spielen mit einem neuen Bus und auf einer neuen Strecke, beziehungsweise eine neue Erweiterung. Ein paar Tage ist sie jetzt schon alt, aber die wollte ich euch auch mal vorstellen. Und zwar können wir jetzt im Fernbus-Simulator Österreich und auch die Schweiz befahren. Und wir fangen mal mit Österreich an. Wir fahren nämlich in München los und fahren nach Wien. Dazu gibt es einen neuen Bus, der Neoplan Skyliner. Den habe ich mir mal gegönnt, weil ich mal diesen Doppelstockbus haben wollte. Die finde ich halt schon ziemlich cool. Ich würde sagen, wir steigen gleich einfach mal ein. Ich bin die Strecke schon mal angefahren, eine Woche her oder zwei, wo ich das schon mal aufnehmen wollte. Dann ist mir der Aufnahme abgespielt und dann hatte ich leider keine Zeit, das wieder auch neu aufzunehmen. Da bin ich die Hälfte schon gefahren, deswegen kommt das jetzt ein bisschen später alles. Aber naja, was lange währt, wird endlich gut. Ich sollte diese dummen Sprüche lassen. So, ich wollte euch mal ein bisschen den Bus zeigen. Hier oben. Bevor nachher unsere Fahrgäste hier überall rumsitzen, noch ein bisschen den Bus zeigen. Mal gucken, ob alles sauber ist. Macht man als Busfahrer auch nochmal. Alles sauber. Obwohl eigentlich müsste er sauber ankommen. Aber wer weiß, wer letztes Mal mitgefahren ist, ob der auch letztes Mal sauber gemacht wurde. Nicht, dass hier noch irgendwo Müll rumliegt. Übrigens, wenn ich mit dem Bus fahren würde, würde ich am liebsten hier vorne sitzen. Das ist doch mega geiler Platz hier vorne. Cool, ne? Also, ganz ehrlich, da würde ich mich sehr, sehr gerne hinsetzen. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Dann können wir unten nochmal ganz kurz reinschauen. Was haben wir hier noch Interessantes? Hier ist noch eine kleine Küche. Mit einem kleinen Boiler ist das hier, oder? So ein Heißwasserboiler. Dann ist das hier, was ist das hier? Kaffeemaschine? Keine Ahnung. Sieht doch was zu... Nee, es ist... Naja, gut. Keine Ahnung. Falls ihr wisst, was es ist. Ich weiß gerade, was kann denn das sein? Hat es unten so einen Henkel, ne? Direkt über der Spüle? Also Kaffeemaschine wäre sinnlos, direkt über Spüle. Ich weiß es gerade nicht. Das weiß ich nicht, was das für ein Vieh ist. Wie gesagt, schreibt sie mal in die Kommentare. Hier müsste irgendwo die Toilette sein, da haben wir sie doch. Und bloß nicht groß auf Bustoiletten, habe ich mal gehört. Das kommt nicht ganz so gut. Da ordentlich, seine Exkremente abzulassen. Ich glaube, dafür sind Bustoiletten dann eigentlich auch nicht ausgelegt. Dann eher mal fürs kleine Geschäft. Obwohl, ich glaube, wenn es ganz dringend ist, dann ist es auch egal, aber... weiß nicht. Habe ich mal gehört, dass das nicht sehr gerne angesehen ist, dass man das im Bus macht. So, hier ist auch ganz cool, dass man jetzt so Gegenübersitze hat. Finde ich auch sehr cool gemacht hier. Ja, also finde ich schon ganz schön im Bus. Hier vorne auch noch Sitze. So ein bisschen abgeschieden hier, ganz direkt. Hier sitzen dann immer die Streber. So, kennt ihr das noch im Schulbus? Vorne sitzen immer die Streber neben dem Lehrer und hinten die Coolen. Aber hier gibt es ja keinen hinten. Hinten oben. Da sitzen dann die Cool Kids. So, dann würde ich sagen, fahren wir los. Wir müssen erstmal, ich hätte fast gesagt, den Zug aufrüsten. Nein, wir müssen aber den Bus vorbereiten, sagen wir mal. Machen wir ein Z. Zündung starten, Motor starten. Ich wollte mal, ach, jetzt habe ich mich vergessen zu informieren, ob ich nicht das Radio sogar anschalten kann, weil ich habe gesehen, in einigen Let's Plays wurde das angeschaltet, das Radio. Das soll nichts heißen, dass das geht, aber wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass das lizenzfreie Musik ist, was ich nicht glaube, dann würde ich das Radio auch einschalten hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lizenzfreie Musik ist. Deswegen machen wir es lieber mit über ein bisschen, wo ich mir sicher bin, dass ich die Musik verwenden darf. Da kann da nichts passieren. So. Nicht, dass noch ein Video gesperrt wird. So, drücken wir mal F9. Bremse drücken und halten und dann den Gang hochschalten. Feststellbremse lösen. Wir können mal ganz kurz durchschalten. Das wird wie stellt man, ja, ich bin wieder ein bisschen nicht gefahren, das können wir auch anders machen, ich weiß, das können wir auch über die Tastatur machen. Machen wir hier, ich glaube 21 Grad war das Perfekte, ne? Dann bleiben wir mal bei 21 Grad hier. Wir fahren übrigens mitten in der Nacht, das ist sogar realistisch die Zeit, wir fahren wirklich mitten in der Nacht, weil ich nehme auch mitten in der Nacht auf. Das, die Zeit ist original Startzeit. So, beschleunigen können wir dann, wir können dann schon mal losfahren. Und ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf. Wie gesagt, ich bin schon mal bis Salzburg gefahren und dann ist mir das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, dass das nicht heute schon wieder passiert. Vielleicht ist seitdem auch schon wieder was passiert im Patch, dass das dann nicht mehr passiert. Das war so eine einmalige Aktion. Also wie gesagt, es ist mir auch schon öfter vorgekommen, dass das Spiel mal wegschmiert. Das kommt vor. Ja, da kommt noch was. Lässt du mich vor? Ich habe nur Angst, dass er gleich losfährt. Ja. Fahr. Einmal bedanken mit zweimal Hupen, weil man ja nicht wirklich sehen kann,
bin ja nicht, ich kann ja jetzt keine kurz mit rechts-links-blinken bedanken oder mit Apo rechts-links-blinken. Ist der Blinker schon wieder falsch eingestellt? Ach, wir können uns mal einloggen. Aber ist auch erstmal egal. Wir müssen ja jetzt erstmal zum Bahnhof fahren, zum Busbahnhof. Ich wollte jetzt aber einmal gucken, ob der Blinker wieder falsch eingestellt ist. Er stellt er nämlich gerne um und das solltet ihr eigentlich vor der Folge kontrollieren, aber Profi-Let's Player und so. Drehen, vorwärts. Da, Neoplaner, da haben wir es. Stimmt, bei dem wird es eh nicht eingestellt sein. Ja. Blinker hoch. Nein, ist nicht richtig. Blinker hoch war das hier, glaube ich. Nein. Wie stelle ich das denn um? Jetzt hier. Taste ändern. Blinker hoch. So. Nee, Quatsch, das ist bestimmt Blinker runter. Probieren wir mal so rum. Ich glaube, so rum war es richtig. Und dann muss das Blinker runter sein hier. Oder? Wir schauen mal eben nach. Nicht ganz so schnell. Das passt. Sehr schön. Ja gut, dann kriegen wir aber leider diese grüne Ampel hier nicht mehr. Und fahren direkt noch mal ein bisschen Bordstein mit. Muss mich noch ein bisschen am Bus gewöhnen. Wie gesagt, ist auch schon wieder 2 Wochen her, als ich die erste Aufnahmeversuch gemacht habe. Und jetzt habe ich gedacht, komm. Du hast dir extra diese Österreich und Schweizer Paket geholt, dann kannst du es auch mal fahren. Und ja, ein bisschen Fernbus kann ich schade. Ich werde jetzt versuchen, ab und zu mal wieder einen Zugsimulator zwischendurch zu bringen. Aber ein bisschen Fernbus kann, glaube ich, auch nicht schaden. So, blinken wir mal rechts. Mal gucken, vielleicht, ich überlege auch, ob ich irgendwann wieder... Ich habe jetzt beim Train Simulator, habe ich euch mal abstimmen lassen, was wir jetzt nicht fahren sollen. Vielleicht mache ich das bald hier auch. Aber eigentlich habe ich Bock, noch ein bisschen Fernbus im Lotto zu fahren. Und vor allen Dingen Österreich mir jetzt anzugucken und dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch nochmal die Schweiz. Weil das auch eine sehr, sehr schöne Strecke über die Berge sein soll. Da habe ich schon ein paar Videos gesehen. Ich habe mir die ganze Strecke angeguckt, weil ich mich da nicht ganz wegspoilern lassen wollte. Ich mag es halt auch ein bisschen was neu zu erkunden. Aber das sieht schon sehr, sehr schön aus. So, außerdem der neue Bus. Ist ein bisschen eingeschränkter von der Sicht, weil man halt nach oben nicht so schön gucken kann mit dem anderen. Aber durchaus interessant. Bremsen. Es ging ja bergauf, da können wir ganz gut bremsen. So. Jetzt sehen wir natürlich die Ampel nicht. Wir müssen uns mit diesem Bus schlauer hinstellen. Sehen wir links hier eine? Nee, links wird auch nicht nochmal angezeigt. Gut, machen wir. Trick 17. Das ist Trick 17. Von außen gucken. Der Blinker ist etwas klein, finde ich. Also, gegen so zum Bus finde ich den Blinker auch nicht so sehr so gut sichtbar. Wie gesagt, so, komm, lösen. Dann geht es jetzt hier in die Kurve. So. Und da hinten ist dann schon der Busbahnhof von München. Hier müssen wir jetzt aber noch einmal halten. Wie gesagt, wir fahren schön durch die Nacht, schöne Nachtfahrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ist ja, die Städte sind ja trotzdem eigentlich hell und ich mag es auch mal ein bisschen bei Nacht zu fahren. Außerdem fahren wir relativ lange, das heißt, wir werden ja auch bei Tages noch Anbruch wahrscheinlich wieder ankommen, oder? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Haben wir letztes Mal schon so viel gemacht, Nachtfahrt, ne? So, setzen wir eigentlich fast direkt fort. Also wir setzen ja in München eh direkt fort. Wir sind letztes Mal in München, auch in München geendet. Der langen Fahrt von Rügen nach München, jetzt sollte man auf die Ampel achten. Die ist nämlich jetzt gerade auf grün wechselt. Da sind wir ja auch in München geendet. Das tun wir, starten jetzt also wieder in München. Was ich eigentlich immer ganz cool finde, weil ich auch ganz gerne in ETS 2 mache, dass man einfach wieder in der Stadt startet, wo man letztes Mal aufgehört hat. Ja, aber ich weiß nicht, warum wir letztes Mal zeitlich geendet haben. Ob das sogar vielleicht durch Zufall auch passen könnte, weiß ich gar nicht. So finde ich aber, na, wir sind auch so abends, glaube ich, hier in München angekommen, ne? Ne, wir waren, morgens muss es gewesen sein. Wir waren nachts in Nürnberg irgendwie und dann morgens in München angekommen. Oder morgens waren wir in Nürnberg, nachts waren wir so in Dresden und so. Morgens in Nürnberg und dann irgendwie mittags in München. Und das ist vielleicht so ganz realistisch, haben wir noch mal ein bisschen Pause gemacht vom nächsten Dienst in München und dann treten wir unseren nächsten Dienst hier an. So. Dann würde ich sagen, einmal aussteigen. Wurde auch in die Kommentare geschrieben, was ich echt cool fand, von wegen, dass man eigentlich nach 6 Stunden auf jeden Fall Pause machen muss, wenn ich mich nicht irre. Noch eine längere, glaube ich. Da hat mir jemand nämlich geschrieben, dass sein Vater Busfahrer ist und der muss es ja wissen. Oh ja, Entschuldigung. Das fand ich sehr cool. Da,
Vielleicht nicht ganz realistisch dargestellt, obwohl wir ja auch ein paar Pausen hier machen. Ist das die Gepäckluke? Ne, das ist die andere Tür. Jetzt muss die Gepäckluke. Da ist die Gepäckluke. Sehr gut. Aber der Kleine, ne? Kann man vielleicht irgendwie stapeln. Wird schon gehen. Grüezi, hier ist mein Ticket. Grüezi, passt ja. Obwohl, wir fahren ja gar nicht. Passt nicht so ganz. Sagen Sie Grüezi auch in Österreich? Servus, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Servus ist schon bayerisch. Ist auch wahrscheinlich auch österreichisch. Hätte ich jetzt auch so mit Österreich in Verbindung gebracht. Also Bayern und Österreich. Weil Grüezi ist doch eigentlich Schweiz, oder? Cool. Hier ist wieder die amerikanischen Sirenen. Wieder. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Amerikanisches Fest, keine Ahnung. Das ist irgendwie mal ein bisschen noch doof. Das schlägt tatsächlich ein bisschen die Atmosphäre, finde ich, diese Sirenen. So, St. Pölten an. Also wenn es jetzt deutsche Sirenen werden, sind in Ordnung, aber diese Ami-Sirenen. Wien. Ja. Und wie gesagt, auch in Deutschland. Jo, nach Genf. Oh, ja. Können Sie das Ticket stornieren? Das ist gar nicht die richtige Linie. Ja, habe ich nie aufgepasst. Wo, Ich bin hier richtig. Waren wir nicht gerade auch bei Linz? Nee, muss ja richtig sein. Doch, Linz halten wir. Graz und Linz habe ich verwechselt. Oh, ja. Entschuldigung, klingen so ähnlich. Liebe Österreicher, war nicht böse gemeint. Deswegen hatte ich gerade gewundert, warum wir denn da nicht langfahren. Aber. Mahlzeit, bin ich hier richtig? St. Pöltern, ja. Wir fahren auch immer, wie gesagt, Salzburg, St. Pöltern, Linz. Danke. Dann nach Wien. So. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Wien, natürlich. Kann sie ein Ticket nach Wien kaufen. So, ich mag eigentlich wirklich, dass die Gesichter jetzt alle so verschieden aussehen von den Leuten. Also das ist wirklich. Nee, dich meine ich nicht. Ich wollte die Frau dahinter ansprechen. Die sich aber nicht ansprechen lässt. Hey. Ich meine nicht dich. Ich will die jetzt. Railway Station. Guck mal, da fahre ich auch nicht hin. Was ist denn Railway Station? Okay. Augsburg fahre ich auch nicht hin, sorry. Hier vorne steht es nochmal dran. Wien über N104. Habe ich, glaube ich, nicht verändert, die Linie. Ich dachte, die Linien haben verändert. Na gut, N4 passt auch. Salzburg. Habe ich das Nummernschild verändert? Genau, HLAV35. Das ist LAVAN35, heißt es übrigens bei Minecraft unter anderem. Das ist also so einer meiner Namen. Deswegen LAV35. Und H halt, Hannover. Wegen meiner Heimat, beziehungsweise der Nähe meiner Heimat.